Wer kommt denn jetzt zu mir gefahren? Keine Ahnung. Also ich habe hier meinen blauen Punkt auf jeden Fall, wo ich jetzt gerade hinkomme. Keine Ahnung, ob du da stehst oder... Ah, das bist du. Okay. Du hast ja selbst ein Kuruma. So, dann wollen wir den Bus mal klauen. Nein, komm schon Bus, nicht wegfahren. Ah, oh, du kleiner Pisser. We got a problem. Air traffic's red flagged the plane and they're scrambling jets. Pilot, if they try to shoot you down, run evasive maneuvers. Okay, jetzt ist der Pilot gefragt. You got the bus? Alright. Take it to Bolingbroke and avoid attention. Alter. Erstmal querfeld einfahren. Oh, ein bisschen abkürzen. Das heißt, nur heil ankommen. Zur Not, ich habe eine Waffe. 180 Schuss. Ein Fehler machen wir hier. Boah, jetzt kann ich gar nichts machen. Ja, natürlich nur einer. Mach die Tür auf, ich will hier raus. Gern würde ich ihn jetzt einen Headshot verpassen. Lol, wer hat geschossen? Oh, du hast drauf geschossen. Elite. Nee, ich hab nicht geschossen. Doch, du hast geschossen. Nee. Der Stand wurde von Elite-Paar alarmiert. Ich hätte die rechte Maustaste nur gedrückt, aber nicht geschossen. Ja, vielleicht hat das schon gereicht. Auf jeden Fall musst du irgendwas gemacht haben, dass sie alarmiert wurden. Also ich steig ein und rühre keinen Finger mehr. Ja, am besten. Boah, ja, ist gut jetzt. Wie lange soll die Anzeige jetzt noch gehen? So. So, erstmal Hände zurücklegen. Ground team, when you get to the bus, the officer's driving, the transporter's in the back playing inmate. Perimeter team do their job, you'll go in place of the scheduled bus. No one will know the difference. This operation's burnt if you attract police attention. So keep your heads down. Got it? Okay, get to work. You're coming up on Bolingbroke. Hold it together and they'll let you in. You've got clearance. Oh. Hello. Du kannst weiterfahren. Bei mir ist die Schranke noch zu. Jetzt ist sie kaputt. Bei mir war sie offen. Tor ist offen. Just one, huh? I thought the drug laws were keeping us full. Come on. So, diesmal halte ich meinen Maus nicht in der Hand.
long as they think you're an inmate and a guard, they shouldn't raise the alarm. I said shouldn't. Schubst mich nicht so. Und nicht rennen. Was? Och nö. Bumlex. Was war das denn jetzt? Oh, Elite. Ja, aber bei uns waren auf einmal 100.000 Polizisten, die alarmiert waren. Wegen der Aktion. Okay, well. Da kann Elite jetzt nichts für. So, sie war das erste Opfer gewesen. Jetzt hat sie es gerade geschafft, diesen scheiß Bus zu kapern. Auf ein neues. Nicht, wir sind ganz normal, ganz langsam da längs gelaufen. Auf einmal hebt die Wache die Waffe und schießt. Wow. Also sobald ihr reinkommt, müsst ihr euch durchschießen da. Nee, nee, wir müssen zu einem Wegpunkt. Ich bin praktisch der Typ, den Austausch machen soll. Und alles lief. Und jetzt haben wir gerade die Nachricht bekommen, das Flugzeug wurde als gefährlich eingestuft und auf einmal haben alle auf uns geballert. Alle. Wir konnten gar nicht mehr reagieren. Also wir haben das immer so gemacht, sobald wir aus dem Bus aussteigen, fangen wir an zu schießen. Weil am Ende ist sowieso egal. Dann können wir das ja mal probieren. Ja, dann testet doch mal die Taktik. Dann wähle ich schon mal meine Waffe aus. Nee, nee, wähle die mal lieber nicht aus. Erst wenn ihr angehalten habt, da drinnen. Und ausgestiegen sind. Okay. Ground team, when you get to the bus, the officer's driving, the transporter's in the back playing inmate. If the perimeter team do their job, you'll go in place of the scheduled bus. No one will know the difference. This operation's burnt if you attract police attention. So keep your heads down. Got it? Okay, get to work. Aber die sagen ja, sobald die Bullen uns bemerken. Und wenn wir schießen, bemerken die uns ja. Na, dann müsst ihr sie wegschnetzeln. Ich denke, der Schrank wird wieder auf sein. Offen. Wahrscheinlich habe ich im Moment den besten Ping, weil ich ja die Mission leite. Und Bomnik, du meinst also, sobald wir aussteigen, soll ich meine Waffe zücken und abschießen? Läuft. Ja, schon. So habe ich gemacht. Oder muss ich hier in die Tür rein? Nee, nee, der Wegpunkt ist da hinten. Kannst du Waffe auswählen? Oder nicht? Ja, ich würde es probieren. Also erst, wenn ihr da drinnen sind. Ja, wir sind drinnen. I'll kill you, fuck you. Lol, irgendwo ballert noch einer. Über uns. So, und jetzt müssen wir hier rein? Klar, kann das sein? Wow. Fuck. Geh mal einen Schritt vor. So much for that. The facility is on alert. You move for Rishkovsky. Go west along the walkway, taking a left at the fork. You'll turn right at the next fork and see some stairs in front of you. Ist down. Boah, lol, wo ballern die denn? Ich seh nix. Boah, von überall, lecko mio, ey.
schon. Fuck, ich bin down. Krasse Mission. Ja, hier gibt's nicht wirklich, wo wir uns hinter drinne verstecken können. Und ich weiß auch nicht, wo wir da genau hin müssen. Wir müssen, also ist, uns wird ein Wegpunkt angezeigt und dann du, diesen Vorhof, den du gerade gesehen hast, da ist dieser Typ, den wir rausholen müssen. Das wird so als großer blauer Kreis angezeigt und wir müssen praktisch erstmal alle wegschnetzeln, dass der praktisch zu uns rauskommt. Und dann habe ich natürlich so gut wie keine Waffen dabei. Das sind viel zu viele. Für zwei ist das viel zu viel. Passt schon. Wie gesagt, ich habe jetzt alles, was mir die Flinte kam, weggeballert trägt, aber werden immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. So habe ich das gar nicht in Erinnerung. Ich will meinen Kuruma haben. Ja. Soll ich nicht mit dem Kuruma hinterherfahren? Ich bin der Gefangene, der sich selbst einliefert. Also die Anfangsstelle ist noch okay, aber sobald es da in diesen Hinterhof geht, da bist du praktisch offenes Ziel. Das ist übel, weil du nichts wirklich hast, wo du dich hinter verstecken kannst. Und jetzt die Frage, müssen wir auch wirklich nach oben laufen? Der hat doch von irgendwas erzählt, von wegen, du musst aufs Dach oder so, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Schrank ist offen. Da war es zu schnell. Und du wartest gleich noch mit den Füßen, bis ich die Waffe ausgewählt habe. Weil du hattest schon geschossen, als ich die Waffe noch nicht hatte. Wie gesagt, hier unten ist es ja noch okay, aber da oben wird es halt ziemlich kritisch. Sein. Oh. Sag Bescheid. Okay, los geht's. Okay, jetzt müssen wir da hinten hoch. Der ist tot. Ach, jetzt kann ich auch andere. Jetzt kann ich auf einmal andere Waffen auswählen. Wow. Jetzt krieg ich den nicht. Ey, ich krieg gleich eine Krise. So, ab jetzt heißt es Snipern. Ich hab nur meine Gefechtspistole. Was, da oben ist einer noch auf dem Dach. Kommt runter. Hast du? Okay. Pass auf, der kommt. Nee, der ist noch nicht hoch. Jetzt. Ich aber. Ja, du darfst nicht hoch. Das ist genau der Fehler, den ich auch eben gemacht habe. Da oben ist gefundenes Ziel. Und wie gesagt, Hölle, das ist noch die leichte Mission. Hm. Oha. Oh, ich bin vor meinen Ellbogen gestoßen. Oh.
wenn ich bloß meine kompletten Waffen zur Verfügung hätte. Also müssen da unten die paar sind ja noch okay, aber sobald wir die erste Leiter hochgegangen sind, den einen da, der da irgendwann die Leiter runterkommt, können wir noch außer Gefecht setzen und dann müssen wir wirklich langsam vorgehen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, da auf das Dach gehen. Da bin ich mich vorhin auch drauf gegangen, weil dann bist du auf jeden Fall offenes Ziel. Und wie gesagt, ich hab nur die AP-Pistole. Muss mal gucken, wenn die Waffen fallen lassen, ob du die eventuell aufsammeln kannst hier. Eigentlich musst du alle Waffen haben. Ich hab alle Waffen, ja, aber er nicht. Ich hab eigentlich noch Mikro-MP, die normale MP, Shotgun, Sniper, verschiedene Sprengkörper, Gefechtspistolen, normale Pistols. Baseballschläger etc., aber nein, nur die AP habe ich hier. Ja, weil du vielleicht als Gefängniswärter keine andere dabei haben solltest. Ich bin Gefängniswärter, er ist der Gefangene. Achso, ja, na, noch schlimmer, dass er eine Waffe dabei hat. Ja, aber er ist Gefängniswärter und hat alles dabei. Ja. Sagst du Bescheid? Jo. Okay, los geht's. Boah, jetzt bist du mir fast in meine Flinte gelaufen. Der ist auch dann, pass auf, jetzt direkt hier oben ist noch einer. Okay, den haben wir auch. Ab jetzt müssen wir gucken, dass wir langsam vorgehen. Gleich da oben auf dem Dach kommt dann einer langsam die Leiter gleich runter. Wo ist der Typ? Da oben. Wo ist er? Da oben. Komm schon. Jetzt ist er down. Jetzt müssen wir echt gucken, langsam vorgehen irgendwie. Pass auf, da hinten ist ein Scharfschütze links am Turm und rechts auch. Gebietsüberschreitung, was? Wieder zurück ins Gebiet einfach nur. Du bist fast wieder in die Flinte gerannt. Komm zurück. Granaten, jetzt reicht's mir. Oh lol. Irgendwo werde ich getroffen. Da darf ich nicht hin. Ja, ich weiß, ich habe aber gerade ausgesehen eine Granate. Man darf nicht mehr zurückgehen. Höre den Gefängnisbus. Alles klar. Von wo wird man denn